Guten Abend nach Deutschland aus dem schönen Neuseeland und unserem Morgen. Ich begrüße Sie alle und euch alle ganz, ganz herzlich zu unserem Webinar über Neuseeland und Schulaufenthalt in Neuseeland. Und ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier bei uns seid. Mein Name ist Birgit Neumann. Ich bin die Programmdirektorin der Austauschorganisation Study Nelson. Wir sind seit 22 Jahren hier vor Ort und ich freue mich wirklich sehr, euch mehr über Neuseeland zu erzählen und euch zu vor allem auch zu vermitteln, warum ich so begeistert bin von einem Schulaufenthalt hier in Neuseeland. Und mit mir heute habe ich Eva Weber, meine Mitarbeiterin. Hallo, ja, mein Name ist Eva und auch von meiner Seite aus nochmal guten Abend nach Deutschland, Österreich, Schweiz, wo immer ihr euch gerade aufhaltet. Ich begleite heute das Webinar so ein bisschen im Hintergrund, bin für das Technische zuständig und werde auch den Chat beantworten. Fragen können jederzeit gestellt werden. Wir werden sie sammeln und am Ende des Webinars dann für euch beantworten. Und vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis zum Technischen. Oben mittig findet ihr einen Button Wieder verbinden. Sollte euer Video also mal nicht so flüssig laufen oder es irgendwelche Störungen geben, dann klickt einfach mal darauf und es sollte dann hoffentlich wieder flüssig laufen. Wunderbar. Und mit mir heute habe ich Vertreterinnen von zwei Schulen, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Das ist einmal Rachel Fenton von der Auckland Grammar School. Hello, I'm Rachel Fenton. Welcome to today's webinar. And I look forward to telling you a little bit about Auckland Grammar shortly. Und zwei Mitarbeiterinnen der Evanside Girls High School in Christchurch. Hi, I'm Louise Sylvester and looking forward to telling you more about our school. Hi, I'm Lisa Garrett and if you came to our school, I would help look after your homestays and organize activities for you. Wunderbar, wir fangen jetzt gleich mit unserer Präsentation an und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, unsere Study Nelson Agentur, Bildungsagentur mit Herz und Tiefgang vor Ort, so nennen wir uns. Warum ein Schulaufenthalt in Neuseeland und warum finden wir das so gut? Ja, natürlich könnt ihr eure Englischkenntnisse aufbessern, wie in jedem Land, in dem die Sprache eben auch gesprochen wird. In Neuseeland relativ gut. Unser Englisch ist auf dem Level vom Oxford-Englisch oder darauf aufgebaut, also nicht auf dem amerikanischen Englisch, sondern auf dem britischen Englisch. Aber neben diesen Englischkenntnissen ist es wirklich so, dass man in einem Auslandsaufenthalt besonders gut selbstständig werden kann. Es erweitert den Horizont, man kommt dazu, über den Tellerrand hinwegzuschauen. Wichtig dabei ist, dass man internationale Perspektiven entwickeln kann. Und in Neuseeland kann man das besonders gut, da wir eine europäisch geprägte Kultur haben, aber auch eine ganz spannende Maori-Kultur, die wirklich gleichwertig auch in unseren Lebensalltag einfließt und auch in der Schule. Und das bereitet zum einen Spaß, aber ist einfach auch ganz, ganz dolle interessant. Und natürlich ist es auch schön, in einem der sichersten und schönsten Länder der Welt zur Schule zu gehen. Und das ist natürlich auch speziell unter der Corona-Situation wichtig. Und unser Schulsystem, ich denke, es ist eines der besseren auf der Welt, dass man das gut kennenlernen kann. Und wir erklären das heute anhand zweier Schulen. Wie gesagt, der Auckland Grammar School und der Evanside Girls High School. Nochmal ganz kurz zu uns. Uns gibt es seit 22 Jahren. Wir sind nicht nur einfach eine Austauschagentur, sondern auch Bildungsexperten für Neuseeland mit Ortskenntnissen aus erster Hand. Wir bleiben ganz eng in Kontakt mit unseren Schulen, wissen deshalb auch ganz genau, was aktuell an den Schulen Wichtiges passiert und können dadurch eben auch wirklich fundiert beraten. Wir sind eine anerkannte Agentur von Education New Zealand als Recognized Agency anerkannt und wir versprechen euch, dass wir euch nicht nur dass ihr bei uns nicht nur schulische Erfolge verzeichnen könnt, sondern dass ihr die Kultur, das Herz und die Seele Neuseelands erfahren könnt. Und das einfach noch ganz kurz ein Hinweis auf unser Leitmotiv: So leben, denken und handeln wir. He aha te mea nui o te ao, he tangata, he tangata, he tangata. Was ist das Wichtigste auf der Welt? Es sind die Menschen, die Menschen, die Menschen.
Und ich komme auch gleich zu unserem Programm. Wir haben mehrere Programme. Ihr könnt Näheres dazu immer auf unserer Webseite sehen. Und ich fange heute mit unserem sogenannten Highschool-Basisprogramm an. Denn unsere beiden Schulen sind im Highschool-Basisprogramm buchbar. Unsere Schulen sind immer an die Programme gebunden. Und die Schulen, die heute vorgestellt werden, gehören zum Highschool-Basisprogramm. Und der Vorteil, den ihr habt, wenn ihr dort, wenn ihr mit uns im Highschool-Basisprogramm bucht, ist, dass natürlich dieses Insiderwissen und unsere enge Verbindung vor Ort mit der Schule für euch dann ausschlaggebend ist und ihr wirklich gute, fundierte Informationen von uns bekommt. Ihr bekommt eine gründliche, neuseelandbezogene Beratung, nicht einfach nur auf einen Austausch. Ihr werdet bei uns nicht einfach weggeschickt, sondern ihr kommt zu uns und deswegen ist, wir machen auch nur Neuseeland. Wir schicken nirgendwo anders hin. Und es ist natürlich auch, und das ist der Vorteil im Basisprogramm, die freie Schulwahl. Du kannst dich entscheiden, welche Schule für dich die richtige ist. Wir beraten dich dahingehend, aber du kannst neuseelandweit aussuchen. Wir könnten theoretisch mit jeder Schule zusammenarbeiten. Wir arbeiten aber nicht mit jeder Schule, sondern unsere Schulen sind wirklich ausgesucht nach dem Stand, den sie aktuell haben und nach der Qualität. Von uns bekommt ihr die Anmeldebetreuung an der Wunschschule und wir wickeln dann alle Formalitäten, die dann notwendig sind, ab. Es gibt dann eine fundierte Vorbereitung vor der Ausreise durch Online-Informationen und aber auch ehemaligen Schülern, wenn die verfügbar sind, weitreichende Informationen und viele Insider-Tipps. Die Betreuung und Gastfamilienauswahl findet durch die Schule statt, aber natürlich sind wir in engem Kontakt mit der Schule. Aber die Schulen haben alle sehr gute sogenannte International Departments, wo engagierte Mitarbeiter sich wirklich um dich kümmern, wenn du kommst. Und wir suchen auch die Schule. Also das ist eins der Kriterien, dass wir, wenn wir die Schulen aussuchen, dass das gut funktioniert. Ihr habt mit uns eine 24-Stunden Notfallbetreuung innerhalb Neuseelands sowie einen Ansprechpartner im Heimatland für die Eltern, falls gewünscht. Und ihr habt sicherlich auf einer Messe unsere Mitarbeiterinnen kennengelernt, die euch eben auch weiterhin bei Fragen zur Verfügung stehen. Und in den Ferien organisieren wir Schülerreisen, sodass ihr eben auch ein bisschen mehr vom Land seht und ihr bekommt Hilfestellung bei einer eventuellen Verlängerung des Aufenthaltes. Wir haben auch weitere Programme und ich werde die nur ganz kurz ansprechen. Das ist einmal das High School Select Plus Programm. Da bekommt ihr die gleichen guten Leistungen von uns. Das ist allerdings nur an einigen Schulen auf der nördlichen Südinsel und im Großraum Wellington möglich. Und zusätzlich zu den Leistungen im Basisprogramm ist dort noch die Betreuung mit Gastfamilienauswahl durch uns vor Ort, ein spezieller Online-Vorbereitungskurs und ein Einführungskurs vor Ort, ein betreuter Gruppenflug bei Anreise, regelmäßige Get-Together und die Möglichkeit, den NCEA-Schulabschluss als Zusatzprogramm zu machen. Das heißt, du kannst hier quasi Abi oder Matura machen oder beziehungsweise den Abschluss in Neuseeland, der in Deutschland und Österreich und der Schweiz unter gewissen Voraussetzungen eben als Hochschulzugang anerkannt ist. Dazu möchte ich nur ganz kurz sagen, der betreute Gruppenflug bei der Anreise und der Einführungskurs vor Ort ist zusätzlich buchbar zum Basisprogramm, sodass, wenn ihr sagt, okay, das Basisprogramm reicht mir, dann könnt ihr den betreuten Gruppenflug und den Einführungskurs zusätzlich dazu buchen. Und das ist gerade jetzt unter Corona auch ganz wichtig, dass wir in der Gruppe fliegen mit Betreuern, sodass ihr einfach von Abflug bis Anreise bei eurer Gastfamilie oder Schule betreut seid. Und ihr werdet es hinterher vielleicht auch noch sehen, wir wissen nicht, wie lange, aber momentan ist eine Quarantäne notwendig für die Einreise und diese würden wir dann zusammen mit euch als Teil dieses Einführungskurses durchführen. So, dann haben wir unser Gap Year Neuseeland Programm. Das ist für Schulabgänger geeignet, auch unter 18 Jahren.
Dabei könnt ihr noch einmal in die Highschool gehen. Also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel unter Corona nicht ins Ausland konntet, ist es möglich, das auch nach dem Abitur noch zu machen und dieses dann mit einem Praktikum, einem Freiwilligendienst, Au-pair oder Work on Travel kombinieren am Ende des Aufenthaltes. Also ihr könntet zum Beispiel im Juli einreisen, macht ein halbes Jahr Highschool und könnt dann hinterher Praktikum oder Work and Travel machen. Das ist auch möglich im Zusammenhang mit dem Select Plus Programm, aber die meisten Schüler kommen da auch im Basisprogramm. Und falls ihr nicht mehr in die Highschool gehen möchtet, dann ist das auch mit einem Sprachkurs anstelle von Highschool möglich. Die Unterkunft ist dabei in der Gastfamilie und wenn ihr möchtet, dann später auch in der WG. Während der Corona-Zeit, als viele Schüler nicht reisen konnten, haben wir einen Online-Kurs konzipiert. Und der ist da zur optimalen Vorbereitung vor der Ausreise. Da könnt ihr in 7 spannenden Kapiteln ganz viele Infos über Neuseeland erhalten und ihr bekommt Kontakt zu einem neuseeländischen Schüler oder einer neuseeländischen Schülerin, sodass ihr schon im Vorfeld ganz viel Informationen zu Neuseeland habt, euch schon gut verbinden könnt. Und das ist besonders gut zur Sprachentwicklung vor dem Aufenthalt. Sprecht uns da gerne drauf an, beziehungsweise auf unserer Webseite findet ihr mehr Informationen zu allen einzelnen Programmen. Aber wichtig noch einmal zum Verständnis, das Highschool Select Programm und das Highschool Basis Programm hat verschiedene Schulen. Die Schulen sind an die Programme gebunden und von daher einfach nochmal schauen. Beim Kiwi Passport ist das egal, da hast du noch keine Schulwahl unter Umständen getroffen. Und beim Gap Year Neuseeland Programm ist es möglich, das mit Highschool Select Plus und mit Highschool Basis zu verbinden oder mit wahlweise mit einem Sprachkurs. So, jetzt möchte ich gerne etwas zur Schule in Neuseeland und zum Schulsystem erzählen. Schule einmal ganz anders, als wir das aus Deutschland oder Österreich kennen. Und wir meinen besser. Das Schulsystem liegt im internationalen Ranking recht weit vorne. Und das liegt wohl daran, dass bei uns Kompetenzen vermittelt werden und nicht nur reines Wissen. Hier wird ganz viel auf die individuelle Förderung gebaut. Der Anspruch ist, be the best you can be. Lehrer sind Lernbegleiter. Es gibt sehr wenig Frontalunterricht. Selbstständiges Lernen und Lifelong Learning ist ganz, ganz wichtig dabei. Und die Schulen haben alle ein besonders breites akademisches und praktisches Fächerangebot. Die Informationen dazu findet ihr ganz oft auf unserer Internetseite. Schaut einfach mal dort hinein und wenn ihr auf die Schule klickt, seht ihr da auch schon eine Reihe von Informationen. Alle Schulen zeichnen sich durch eine sehr moderne Ausstattung aus und haben gewöhnlicherweise großzügige Campusanlagen. Und das ist wirklich sehr schön, weil man dann in den Pausen oder nach der Schule sich dort auch aufhalten kann. Es gibt besonders viele Sportplätze, oftmals auch ein Swimmingpool. Von daher also ist die Schule auch wirklich ein Dreh- und Angelpunkt für Jugendliche. Nicht so wie wir das vielleicht von zu Hause kennen, wo man nach der Schule eben wirklich schnell nach Hause gehen möchte. Der Schuljahresbeginn ist ein bisschen anders als in Europa. Bei uns fängt das Ende Januar, Anfang Februar an und ist das Schuljahr ist in 4 sogenannte Terms, also Quartale aufgeteilt. Zwischen den Quartalen finden immer Ferien statt, normalerweise 2 Wochen. Und zwischen dem letzten Quartal, dem 4. Quartal und dem Schuljahresbeginn, zwischen Mitte Dezember und Ende Januar, Anfang Februar sind die großen Sommerferien bei uns. Denn bei uns ist ja alles so ein bisschen, steht das auf dem Kopf. Wenn bei euch Winter ist, ist bei uns Sommer und umgekehrt. Die Schulen in Neuseeland sind Ganztagsschulen, gehen normalerweise von 9 bis 15 Uhr und haben in der Regel Uniformpflicht. Das Tolle daran ist, dass man da dann einfach auch optisch sehr gut dazu gehört. Die meisten Schulen sind gemischt, so wie wir das auch aus Deutschland kennen, aber es gibt auch sehr viele Jungen- und Mädchenschulen und die Beispielschulen, die wir heute dabei haben, die Auckland Grammar School ist eine junge Schule und wie der Name schon besagt, die Avonside Girls High School ist eine Mädchenschule. Wir haben 13 Schuljahre und auch schon immer gehabt.
Und ab dem Year 11, also ist das Kurssystem, ist das bei uns ein Kurssystem, und das Year 11 entspricht dem deutschen Jahrgang 9 oder 10. Das heißt, wir sind quasi so ein klein bisschen weiter in unserem, also die Schüler sind etwas jünger in den Jahren, so dass wenn Schüler aus Deutschland kommen, sie normalerweise ins Jahr 12 eingestuft werden. Also außer du kommst selber aus der 10. Klasse, dann ist das vielleicht das Jahr 11. Aber ansonsten ist man wirklich in der 12 oder 13 eingestuft, je nachdem, wie alt man ist. Und jetzt stelle ich euch sehr gerne die Auckland Grammar School vor, die von Rachel Fenton, der internationalen Direktorin, präsentiert ist. Viel Spaß! Good morning, everybody. Kia ora. I'm Rachel Fenton, as introduced, and I work as the International Director at Auckland Grammar School. Auckland Grammar is one of the most prestigious schools in Auckland, and where there's much pride associated with becoming a grammar boy. So Auckland Grammar is located in the heart of Auckland City, within about 2 kilometres of the downtown area. So it's a really great campus with strong connections to the University of Auckland and the entertainment districts of the city. We're also within a really short distance, 10 minutes of some lovely swimming beaches that make up Auckland City. This is another view of the campus. It's a really great environment for learning inside the classroom and outside the classroom as well. We've got 16 hectares of land and so it's a really great active environment for young men. The school is academically oriented. It's got a really long history of 150 years of teaching boys. And so we're really experienced with making a great environment for young men, where they can pursue their individual interests as well as their academic goals. At the moment, we've got 2,600 boys. So it's a really busy, active environment and really fun. And 80 international students make up our school role. And so our role at the International Office is to help international students integrate and become a part of that school community and go away with a sense of pride of having become a grammar boy. Auckland Grammar is really focused on pathwaying to university. Many of our students go to some of the top universities around the world. We offer 2 academic curriculums, the NCA program, which is the New Zealand standard, as well as the Cambridge International A-level program. The subjects we offer are very focused on university entrance. And of course, we have a wide range of subjects in both curriculums, and German students take either, depending on what their academic goals are. But one of the key things is you can continue with your education in New Zealand at Auckland Grammar and not waste any time in terms of achieving your academic goals. So for example, we've got Latin, which is quite a unique subject at a New Zealand school. And we've got a really large department for anyone that's seeking something like that. Outside of the classroom is equally as important as inside the classroom. So this is a big part of being at a New Zealand school. So we do value sort of both the academic education as well as what we can gain through team participation and camaraderie outside in the sports field or in the music hall. So Auckland Grammar is a really big school, so of course there comes with lots of opportunities. We have 45 different sports, so that means we've got about 500 teams from both social sports to high performance competitive teams as well. So we have a wide range of subjects, including hockey and basketball, tennis and rowing, fencing, as well as a wide range of facilities on campus. So our students are really privileged to have such access to great facilities to pursue their sporting interests. In addition to sport, of course, we have a wide range of music, art and cultural groups that students can join, even if you're not Samoan, you could join the Samoan Cultural Club as well. So we also have music groups where they do traditional fixtures each year, playing to the community and around New Zealand as well. We have a 36-seat auditorium for performance, drama, and a lot of the activities we do in this space are also in conjunction with our sister school.
So not only do you have the opportunity to be participating in a boys' school, but there's also collaboration and extracurricular activities with our sister school, which is just down the road, about 18 metres away. This is the international team. Our role is to really support international students and make sure that they're having a great time in New Zealand and getting the most out of their grammar experience. So we connect students with a buddy program, a peer support, as well as extracurricular activity opportunities within the school. Homestay life is a big part of what we do as well, and we sure ensure that the homestay experience is, you know, as great as it can be. We have an in-house homestay coordinator who manages the relationship with the student and the homestay families, and many of our homestay families have been working with the school for many years. This is an example of one of our multicultural homestay family life. So we've got the Kiwi mum and dad. The mum is originally from Japan, and then two children, and they're hosting one German boy, Christoph, and also David from China. So this gives you a little example of what homestay life could be like in New Zealand, in Auckland. This is one of our French boys. He's out on a ride with his younger host brother, enjoying the city environment. So again, through the homestay family, you can connect with the city and connect with everyday life in New Zealand through those experiences. So thank you for coming today. Join us in New Zealand. Choose a great school, and we know that you'll have an amazing experience. So thank you from Auckland Grammar. Kia ora, talo falava, bulamanaka, malolele, and welcome to Land Rover First 15 Rugby. This is one of the biggest games in the school rugby calendar. Ich freue mich, es tut mir furchtbar leid, unser Video muss gerade ausgestellt worden sein. Ich kann nicht genau wissen, was, wir hatten gerade technische Probleme. Das war ein Video von der Auckland Grammar School. Es tut mir leid, dass das jetzt nicht gelaufen ist. Wir kommen wieder darauf zurück. Eva, kann ich dich kurz fragen, ob du das Video nochmal starten kannst? Gerade ein Problem mit dem Video zu geben. Wir probieren später nochmal, aber für jetzt würde ich erst mal sagen, machen wir mit der Präsentation weiter. Okay, all right. Unfortunately, we had technical difficulties with the video, so we're just starting the presentation for Evanside Girls High School. Louise and Lisa, it's your turn. Hi everybody, welcome to Avonside, which is in Christchurch in the South Island. We're the biggest city here with a population of about 400,000. Avonside sits to the east of the school. We're an all-girls school, but we're on the same campus as Shirley Boys. So you're going to get the best of both worlds. You can get the beach and you can get the mountains. You can get a girls-only school right next door to where the boys are as well. Some of our classes are even joined. You can see our new campus here. It was being built in 2019. And we have a really state-of-the-art facilities, two theatres, one 750, one that's 150-seater. We have lots of sports grounds. Here you can see what the campus looks like. We're close to the largest gymnastics school, a huge pool and fitness facility, close to the town centre, other shopping centres, arts galleries, museums, and even the beach. So this is our school mission. This is what we expect our girls to do. These are two students from Germany. So educating and empowering young women to succeed now and in the future. So that leads us on to what we expect for students who are coming here to make them ready for the 21st century. So to be successful, we think academic activities and volunteer work are really important to your time here in New Zealand. So academically, we offer you a wide range of subjects, anything that you'd like to do. Some of those are with the boys. The timetable we make will be on what your short and long-term goals are. And
what you expect to do when you return as well, so we can mix your timetable up for you. So we have a volunteer program for international students that we will encourage you to be part of. Getting involved in contributing globally, nationally and locally is a really rewarding experience for all of our students. It gives you an opportunity to build on your leadership skills and your communication skills as well. And if you have a special interest area of volunteering, then we can help you arrange this as well. We have plenty of activities during school and after school. At school, we have many clubs and cultural and music groups that you could participate in. If you wanted to learn an instrument when you were here, we can arrange that with our music department. We also can organise after school activities. So if you want to do surfing or horse riding, or if you want to help with an after school program for young children, we can help you organise all of those things. In every term, we have a trip away with the international students so that you can visit some of the beautiful scenery in our country. So your homestay is one of the most important parts of your international study abroad program. They will help you settle into your life in New Zealand, and it's important that they're welcoming and inclusive and kind so that you feel at home. So we interview all of our families and visit the home before students arrive, and we will keep in contact with them regularly during your stay with them. We have a strong relationship with our families, and together we will make sure that you're safe and happy. And, you know, the connections with your homestay are the things that will help you to improve your English and give you an opportunity to try new things. So we have a short video we've put together a while ago. We hope you enjoy watching it. For listening today. We hope you enjoyed learning a bit more about Avonside. We look forward to you joining us in the future so Avonside can become part of your future. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much. Und sowohl Louise, Lisa und auch Rachel Fenton von der Auckland Grammar kommen wieder zu uns zurück, um eure Fragen zu beantworten. Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück zu Study Nelson und zu euch. Willkommen bei uns, und wie geht es jetzt weiter? Vereinbart, wenn ihr es noch nicht gehabt habt, gerne ein unverbindliches Gesprächstermin mit uns. Das kann entweder mit unseren Mitarbeiterinnen in Deutschland oder Österreich sein oder auch mit uns direkt aus Neuseeland, und wir rufen euch dann gerne an oder wir zoomen mit euch. Wir beraten euch umfassend zum richtigen Programm und zur geeigneten Schule. Ihr entscheidet euch für die Wunschschule, zu der du dann gerne gehen möchtest, und wir melden dich bei der Wunschschule an und begleiten dich dann zuverlässig während der gesamten Vorbereitung Schritt für Schritt und sind dann während deines Aufenthaltes in Neuseeland selbst vor Ort. Und je nach Programm bekommst du die Unterstützung und die Betreuung, die gebucht wurde. Also im Basisprogramm läuft das mehr über die Schulen, und im Select Plus Programm sind wir da etwas stärker mit involviert. Ganz kurz, oder nicht nur ganz kurz, ich kann mir vorstellen, dass viele von euch jetzt auch deshalb euch heute dazugeschaltet habt, um zu hören, wie die aktuelle Situation in Neuseeland ist und ob ein Highschool-Aufenthalt trotz Corona-Krise nun möglich ist. Und das wird es jetzt wieder. Ich freue mich sehr, das mitzuteilen, aber ganz kurz
zum Hintergrund. Neuseeland hat ein sehr gutes Gesundheitssystem. Bisher hatten wir eine ganz strikte Eliminierungsstrategie mit einer strengen Grenzschließung. Das Ziel war gewesen, Corona komplett auszumerzen. Und das haben wir auch über die letzten 2 Jahre fast hinbekommen, außer in Auckland, wo dann doch mal Corona durch die Grenze sich geschlichen hat, haben wir tatsächlich kaum irgendwelche Restriktionen hier im Land gehabt. Nur neuseeländische Staatsbürger konnten einreisen und mussten 14 Tage lang in eine staatlich überwachte Quarantäne begeben. Also das heißt nicht zu Hause, sondern staatlich überwacht in bestimmten oder in besonderen Quarantänehotels. Aber seit diesem Monat leben wir mit Corona. Das hat Omikron uns beschert und dadurch, es bedeutet erst einmal, dass mit einem Ampelsystem, das ist da, momentan sitzen wir auf Rot, mit jedem Schritt gibt es bestimmte Gesundheitsmaßnahmen und wir haben ein Impfmandat. Das Leben innerhalb des Landes ist dadurch meist ohne größere Einschränkungen möglich. Wir haben eine Maskenpflicht in öffentlichen Einrichtungen. Und je nach Ampelsystem eben auch andere Vorschriften. Wir sind flächendeckend geimpft. Das Boostern der Bevölkerung ist momentan also auch schon sehr weit fortgeschritten. Und wir können seit Januar auch Kinder ab 5 Jahren impfen. Das heißt, unsere Impfquote liegt, glaube ich, momentan bei 92%, was sehr hoch ist. Von daher sind wir jetzt gut gerüstet für Omikron, der jetzt bei uns anfängt. Zur Einreise 2022. Vor 2 Wochen hat die neuseeländische Regierung eine schrittweise Grenzöffnung für vollgeimpfte Personen bekannt gegeben. Also auch für Schüler und für Besucher. Allerdings momentan auf alle Fälle noch und bis in die absehbare Zukunft mit Quarantäne zu Hause, nicht mehr staatlich überwacht. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Und diese Schritte beschreibe ich einmal kurz. Im Februar fängt es an, dass Neuseeländer aus Australien ohne diese Quarantäne einreisen müssen. Also die müssen sich jetzt nicht mehr auf die Plätze in den Quarantänehotels warten, in dieser staatlich überwachten Situation, wo man 14 Tage, da gab es eben auch nur ganz wenig Plätze. Das heißt, sehr viele Menschen konnten nicht zurückkommen. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man in Europa lebt. Aber hier war das wirklich so, dass viele Neuseeländer aus ihrem eigenen Land ausgeschlossen waren durch diese strenge Grenzschließung. Und aktuell ist es so, dass Neuseeländer, die in Australien sind, zurückkommen können und sich, inzwischen ist das sogar 7 Tage nur, zu Hause quasi quarantinieren können. Im zweiten Schritt ab März dann Neuseeländer aus dem Rest der Welt. Und im Schritt 3 fängt die Visa-Ausstellung für eine Sonderkohorte von bereits angemeldeten Schülern an. Bei dieser Sonderkohorte ist es wirklich so, wir haben keinen Einfluss darauf, wer das ist. Wir haben über die Schulen alle Schüler, die bisher angemeldet sind, gemeldet. Und wir hoffen, dass so viele wie möglich dabei bedacht werden. Es gibt 5000 Plätze, die sind aber hauptsächlich für Studierende an Hochschulen und Universitäten vorbehalten. Und weniger als ein Viertel für Schüler an Colleges und High Schools. Und das natürlich für Schüler aus der ganzen Welt. Von daher sind dort einige Plätze verfügbar und wir hoffen natürlich, dass unsere Schüler, die bisher angemeldet sind und wenn ihr dazugehört, dass ihr tatsächlich dort mitkommt, aber wir wissen das erst im April, dann wird das mitgeteilt. Ab Juli, das ist dann im Schritt 4, sollen Besucher und Schüler dürfen visafrei einreisen für einen Aufenthalt bis zu 3 Monaten. Also wenn ihr einen deutschen, Schweizer oder österreichischen Pass habt, ist es möglich, 3 Monate lang mit einem visafreien Status nach Neuseeland zu kommen oder Neuseeländer können auch in eure Länder kommen. Und in dieser Zeit, in diesen 3 Monaten, könnt ihr als Schüler auch zur Schule gehen. Es ist möglich, den Aufenthalt zu verlängern. Das ist jedem vorbehalten, aber diese Einreise visafrei muss auf die 3 Monate erstmal begrenzt sein. Das heißt, die Anmeldung darf nur für die 3 Monate gelten
Und auch der Rückflug muss für die 3 Monate gebucht sein. Und wenn ihr dann hier seid und es gefällt euch, dann könnt ihr gerne eine Verlängerung anstreben. Und die wird dann bei Immigration New Zealand eingereicht. Und aber darüber haben wir keine überhaupt. Darauf haben wir keinen Einfluss. Das obliegt dann wirklich Immigration New Zealand, diese Visa auszustellen. Vor Corona war das immer kein Problem. Wir hatten öfters Schüler, die einfach noch nicht sicher waren, wie lange sie bleiben möchten, die wirklich das auch so gewählt haben, erstmal visafrei und dann ein Visum vor Ort beantragen, wenn es ihnen gefällt und wenn sie den Aufenthalt wirklich verlängern möchten. Was nicht möglich ist, ist zu sagen, ich möchte ein Jahr kommen, kann momentan wegen der Situation aber nur 3 Monate einreisen, ich mache das so. Also das würde nicht gehen, sondern man muss tatsächlich die 3 Monate buchen und auch die Ausreise muss gebucht sein. Und dann kann man dann den nächsten Schritt erst im Land vornehmen. Und im Schritt 5 hat die Regierung angekündigt, dass ab Oktober eine Einreise wieder möglich sein wird, dass die Visa ganz normal für jeden Schüler ausgestellt wird. Allerdings wissen wir nicht, wie lange es dauert, um ein Visum auszustellen. Und der Schulaufenthalt, also das 4. Quartal fängt Mitte Oktober an. Das heißt, wenn wir erst am 1. Oktober eben vor Abreise aus deinem Heimatland das Visum beantragen würden, wäre das wahrscheinlich nicht genug Zeit. Von daher ist Oktober etwas spät. Und wir wissen, dass das also dadurch eine Einreise ab Januar absolut gegeben ist. Das heißt, wenn die normale Visa-Ausstellung ab Oktober anfängt, ist für Januar alles nun auch wirklich gesichert und man kann mit Planungssicherheit auf Januar 2023 schauen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit, wenn ihr gerne im Juli 2020 gehen möchtet, aber auch die Möglichkeit habt, es zu verschieben und ihr hättet gerne mehr Planungssicherheit, dann empfehlen wir ganz stark, dass ihr euch auf Januar 2023 dann quasi umschwenkt. Wir nehmen aktuell Anmeldungen für alle Zeiträume erstmal entgegen und wir sind auch gerne bereit, euch auch nochmal individuell dazu zu beraten. Es ist eine Entwicklung, die da auch noch stattfindet, denn diese Ankündigung zur Grenzöffnung zieht natürlich jetzt erstmal die ganzen Modalitäten hinter sich her und die sind zum Teil noch nicht voll eingestellt und wir warten momentan auch noch auf die einzelnen Informationen, um zu sehen, wie das dann ist. Wie zum Beispiel im Schritt 3, dass wir erst im April wissen, welcher unserer Schüler in dieser angemeldeten Kohorte dabei ist. Wir sind vor Ort mit aktuellsten Informationen und wir arbeiten an den Einreise- und Quarantäneprogrammen. Momentan haben wir für Juli einen Flug vorgemerkt für den 14. Juli. Und wir sind dabei, Quarantäneoptionen anzuschauen. Wir wissen natürlich nicht, wie viel Tage Quarantäne dann notwendig ist. Momentan sind es 7. Es kann gut sein, dass es dann nur 3 oder 5 Tage sind. Und wir sind dabei, momentan zu schauen, ob das schon aktuell in der Gastfamilie stattfinden kann oder ob wir als für unsere Gruppe zusammen tatsächlich die Quarantäne als Kurs, als Einführungskurs organisieren. Wir wissen auch natürlich nicht, ob das bei der Einreise im Januar auch noch notwendig ist. Von daher bleibt bitte mit uns in Kontakt. Wir haben immer die aktuellsten Informationen und wir teilen die euch auch gerne mit. So, nun hoffe ich, erstmal bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt und ich bitte, dass wir alle wieder zukommen und wir haben jetzt natürlich auch viele Fragen von euch und Rachel Fenton und Louis Sylvester und Lisa Garrett, please come back und wir werden jetzt eure Fragen gerne beantworten. Eva. Ja. An dieser Stelle vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu dem Video, das ich leider nicht abspielen konnte. Und zwar ist es ein Video, das wirklich ganz sehenswert ist. Es zeigt den neuseeländischen Haka-Tanz. Von dem habt ihr vielleicht schon gehört. Das ist ein Maori-Tanz, der gerne vor größeren Sportveranstaltungen in Neuseeland aufgeführt wird. Und vielleicht habt ihr das schon mal von der National-Rugby-Mannschaft Neuseelands gesehen, den All Blacks. Ist wirklich sehr beeindruckend und sorgt immer wieder für Gänsehautmomente. Gerne schicke ich euch den Link später in der E-Mail zu, sodass ihr euch das bei Gelegenheit doch nochmal anschauen könnt. Ist wirklich ein tolles Video. Gut, und dann starten wir mit den Fragen.
Und die erste Frage kam von Timo, der gerne wissen möchte, ob die Anerkennung des Schuljahres an der deutschen Schule schwierig ist. Das ist eine Frage für mich, nehme ich an. Die Anerkennung, Timo, müsstest du mit deiner, normalerweise überhaupt nicht schwierig, aber jedes Bundesland und hat andere Regelungen und die Schulen legen das zum Teil auch unterschiedlich aus. Deswegen würde ich dir raten, dass du als allererstes mit deinem Klassenlehrer oder Klassenlehrerin sprichst oder mit deiner Schulleitung. Aber normalerweise gibt es überhaupt kein Problem dabei. Neuseeland und Deutschland, also wenn du aus Deutschland kommst, haben eine gegenseitige Anerkennung des Schulaufenthaltes. Die ständige Konferenz der Kultusminister haben dies auch so beschlossen. Das kann man auf der Seite für ausländische Bildungsabschlüsse nachschauen. Die heißt Anabin, anabin.de. Dort kannst du nachschauen und kannst eben das deiner Schule auch mitteilen, dass Neuseeland anerkannt ist und der Nachweis sollte kein Thema sein. Okay, die nächste Frage kommt von Christina. Birgit, die Frage möchte ich auch gerne an dich stellen. Wer sucht die Gasteltern aus? Die Gasteltern werden im Select Plus Programm von der Schule und uns bei Study Nelson zusammen ausgesucht. Im Basisprogramm, über das wir heute gesprochen haben, also bei den beiden Schulen, wenn du jetzt zum Beispiel zur Evanside Girls High School gehen möchtest, sucht das Lisa aus. Und sie geht wohl auch die Gastfamilien besuchen. Sie hält Kontakt mit dir und sie wird auch mit uns Kontakt halten. Aber da wir nicht in Christchurch vor Ort sind, obliegt das der Schule. Und sowohl Lisa als auch Louise sind für dich da, wenn du da bist, und schauen auch nach dir. Und eine weitere Frage von Christina. Wie funktioniert die Krankenversicherung vor Ort und sind die Kosten im Programm enthalten? Ja, die Kosten sind enthalten und die Krankenversicherung vor Ort, die Informationen zu den Leistungen. Wenn du bei uns auf der Webseite schaust, siehst du auch die Leistungen, die da drin sind. Die Krankenversicherung ist enthalten im Programmpreis. Okay, ich hatte diese Woche eine Frage von meiner Kollegin Dörte in Deutschland bekommen, von Tillmann zum Hockeyspielen und dem Fach Latein Schulen. Und ich denke, da Tillmann heute auch anwesend ist, würde ich diese Frage vielleicht gerne an Rachel Fenton weitergeben. Rachel, I've had a question per email from Tillmann this week, who's also part of the webinar today. He would like to play hockey and take Latin at school. So what are the options for him at school? Yeah, so in New Zealand, we do field hockey. And this is in a winter sport. So in New Zealand, that would be term 2 to term 3 is when the hockey season is. And that's when we have both training and competitive sports into schools in Auckland or national competitions if he makes the winning team that gets to nationals as well. And that would be at the end of September. Oh, sorry, early September. So the end of term 3. We also do have indoor hockey at Auckland Grammar, and we have that in term 1. So that's a really good time when students can do extra training in advance of the real season of hockey in New Zealand. Rachel, can I ask you something there? When are the hockey championships? When does it stop in term 3? I think it's usually around the last weekend for... That is the winter tournament week, and that's the national competition. So those are usually around the 5th of September. So the sort of the Auckland League is probably late August is when the finals will be. Daraus würde sich ergeben, Tillmann, wenn du zum Beispiel ab Januar kämst, könntest du in dem ersten Term Indoor-Hockey spielen und könntest dann im zweiten und dritten Term mit im Hockey spielen und könntest sogar bei den Ausscheidungsspielen dabei sein, wenn du nicht im Juli zurückfliegst, sondern den Aufenthalt vielleicht noch einen halben Term weiter schiebst nach Anfang September. Das ist möglich für Schüler und Schülerinnen, die aus Bayern und aus Baden-Württemberg kommen, weil dort die Schulferien oft sehr spät beginnen und eben auch die Schule dann erst wieder Anfang Mitte September losgeht. Okay, Latin. There was a question about Latin. Sorry, Yes, Tillmann also would like to take Latin at school. So. Sure, yes, that's still an option at Auckland Grammar School. We have the largest Latin department in the Southern Hemisphere, so a really good
big department. I think there are 3 or 4 full-time teachers in that space. Mm. And so Latin is actually taught at Auckland Grammar from Form 3 or Year 9. So it's integrated into our school all the way through to Year 13. So depending on how old Tim is, Timo, he'll be able to hopefully take Latin as a subject, depending on what other choices he has, so that it fits his timetable. Okay, thank you. So I have another question. Birgit, eine weitere Frage auf für dich. Was bedeutet vollgeimpft, möchte Anke wissen. Vollgeimpft ist die erste und zweite Impfung, die normalerweise gefragt wird. Momentan in Neuseeland ist es in Neuseeland so, dass Schüler und Schülerinnen unter 18 Jahren nicht geboostert werden können. Von daher wird das keine Vorschrift sein. Ich kann natürlich auch immer nur zur aktuellen Situation informieren. Ob das dann im Januar 2023 noch der Fall sein wird, kann ich nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass zum Beispiel die Airlines, also die Fluggesellschaften, nur Schüler und Schüler oder Menschen befördern, die eben auch voll geimpft sind. Und das bedeutet normalerweise erste und zweite Impfung, momentan noch nicht boostern. Ob sich das ändert, kann ich natürlich momentan auch nicht sagen. Okay. Sonja hat eine Frage. Welche Ferienreisen werden angeboten? Wir bieten ganz unterschiedliche Ferienreisen an, einmal über die Nordinsel, die Südinsel oder eine kombinierte Nord- und Südinsel-Tour und zu manchen Jahreszeiten dann auch spezielle Touren, zum Beispiel im Dezember gewöhnlich eine Tour, wo wir uns auf Surfing ausgerichtet haben. Das heißt, wir fahren dann wunderbare Surfstrände an, Surfschulen, wo eben also neben anderen Wassersportarten auch gesurft werden kann, sodass wenn du in einer Schule bist oder in einer Gegend, wo vielleicht Surfen nicht so möglich ist, weil vielleicht die Wellenverhältnisse das nicht zulassen, dann könntest du in den Ferien einfach auch mal ins Surfen hineinschnuppern und das macht normalerweise ganz viel Spaß. Du kannst das ansehen, indem du auf unsere Internetseite gehst und dort unter Programmen bei Reisen klickst, da kommst du auf Schülerreisen und da kannst du das einfach nochmal ganz gut nachlesen und da ist auch ein Link auf eine spezielle Webseite dafür, wo die Programme auch einsehbar sind. Und hier kommt noch eine Frage für die Evanside Girls High School. Und zwar geht es um Reiten. Marie möchte gerne reiten. So, Louise and Lisa, we've got a question from Marie, who would like to do horse riding in Christchurch. So, is there any option for her or is this anything the school could organize for her? Yeah, we have quite close to school, a riding school that she could go to and also take lessons or just go for riding pleasure. There is another one further away, Marie, that takes a little bit longer to get to, but that could be used in the weekends. And then there's also, we have an Icelandic horse riding centre not too far from here either. So there are a few options. Und die Schule wird dir auch helfen, Marie, das zu buchen und die Informationen geben, wie man dahin kommt, beziehungsweise auch deine Gastfamilie macht das mit dir. Die nächste Frage kommt von Pauline. Sie fragt, ob es sinnvoll ist, ein Gap Year von Oktober bis April zu machen. Ja, das macht Sinn. Allerdings ist es so, dass im Oktober in diesem vierten Term in der High School schon zur Hälfte dieses Terms die Vorbereitung auf die zentralen Prüfungen stattfindet. Und wenn du nach der Schulzeit in Deutschland oder Schweiz oder Österreich kommst, dann bist du unter Umständen schon bist du schon 18 oder fast 18? Und das Problem wird einfach sein, dass es im Jahr 13, in das du dann eingestuft werden würdest, dort wirklich dann so wie beim Abitur zu Hause oder bei der Matura-Vorbereitung einfach der Unterricht schon ausfällt und die Schülerinnen und Schüler sich auf die Prüfung vorbereiten. Und das bedeutet, dass du nicht so viel Schule mitkriegst. In dem Fall, wenn du von Oktober bis April kommen möchtest, würde ich dir dadurch eher einen Gap Year mit Sprachkurs empfehlen, weil du dann quasi in dem Sprachkurs bist. Gewöhnlich ist fängt das Anfang Oktober an, Mitte September, je nachdem. Und du würdest dann quasi einen Vorbereitungskurs machen und am Ende ein Sprachenzertifikat und könntest danach dann, wenn du das möchtest,
in ein Praktikum oder in Work and Travel, Freiwilligendienst oder Au pair gehen. Es gibt aber auch andere Kombinierungsmöglichkeiten. Ich würde dir einfach raten, dass du mal ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns anfragst und wir dich da einfach nochmal ganz genau beraten. Vor allem, wenn du das Gap Year jetzt machen möchtest, in 2022, da ist einfach visatechnisch wir nochmal schauen müssen, wie wir das am besten dann zusammenbauen. Die nächste Frage kommt von Hendrik. Das Abi entspricht Level 3 NCEA. Was würde Level 2 entsprechen und Level 1 in Deutschland? Die Level 1 und 2 entsprechen eigentlich gar nichts, weil wir haben diese Abstufung nicht. Bei uns kannst du entweder die sogenannte mittlere Reife machen, die ist aber nicht mit den Levels verbunden oder gleichgesetzt worden. Gleichgesetzt worden in der Anerkennung ist tatsächlich nur der Level 3. Und das ist dann der Hochschulzugang. Die anderen Level, du bekommst ganz normal am Ende deines Jahres in Neuseeland quasi eine Einschätzung oder ein Zeugnis der Lehrer, das du vorlegst, aber deine Noten werden quasi nicht umgeschrieben auf ein deutsches Zeugnis. Also du, wenn du hierher kommst und du machst das im Jahr 11, in deiner 11. Klasse, dann ist es tatsächlich so, dass du dann hinterher nicht ein Zeugnis in Neuseeland bekommst, das dann auf Deutsch umgeschrieben wird, sondern die Schule befreit dich basierend auf deinen Leistungen vor dem Aufenthalt. Und du musst dann nachweisen, natürlich, dass du hier mitgearbeitet hast. Und das wird dir dann über dieses Zeugnis, dass du aus Neuseeland kommst, bestätigt. Aber die einzelnen Klassenarbeiten, die du vielleicht mitschreibst, die Bewertung davon wird nicht formell umgeschrieben. Das passiert tatsächlich nur im Level 3, also im NCA Level 3, wo es bestimmte Formeln gibt, wo das hinterher eben auf eine Note umgeschrieben wird, mit der du dann quasi an der Universität oder einer Hochschule dich bewerben kannst oder dann eben ein umgeschriebenes Abitur hast oder Matura, je nachdem, wo du herkommst. Timo hat eine Frage. Er möchte gerne wissen, ob es Sinn macht, sich nach dem neuseeländischen Schulkalender zu orientieren, also von Januar bis Dezember. Ja, das macht Sinn. Der Grund dafür ist, dass du im Januar wirklich besser reinkommst. Das hat den Vorteil, dass du bei uns im Sommer anfängst. Macht alles leichter, kannst gleich an den Strand. Und wenn du das einstellen kannst in deiner Schule, dass du wirklich vom zweiten Halbjahr gehst und dann quasi, wenn du nicht aussetzt, beziehungsweise wenn du schon im 13-Jährigen bist, kann das manchmal möglich sein, dass du im zweiten Halbjahr der 10 gehst und dann das erste Halbjahr der 11 weg bist. Es geht auch im zweiten Halbjahr der 9 und im ersten Halbjahr der 10. Wir haben einige Schüler, die das machen und das ist eine super Zeit. Du bist dann insgesamt 10,5 Monate unterwegs und also nicht mal ein ganzes Jahr und du bist also dann auch vor Weihnachten wieder zu Hause, außer natürlich, du möchtest das ganz gerne über die Weihnachtsferien verlängern und deine Eltern kommen vielleicht dich abholen und ihr schaut euch dann noch Neuseeland an. Aber ist empfehlenswert, ja. Okay, nächste Frage von Anke. Wenn man genesen ist, muss man dann trotzdem zweimal geimpft sein? Ja, momentan, beziehungsweise das wäre heute so, wie sich das über das Jahr, also bis Juli oder bis 2023 entwickelt, kann ich dir leider nicht sagen. Es ist tatsächlich so, dass aktuell der Genesenstatus nicht anerkannt ist. Und der Grund dafür ist einfach der, dass wir kaum Corona im Land hatten. Wir hatten bis vor kurzem kaum Fälle gehabt, also im Land selber ganz, ganz wenig. Die meisten waren wirklich an der Grenze und wenn man sich das auf einer Liste, auf einer globalen Liste anguckt, stehen da zwar mehrere tausend Menschen oder Fälle, aber die waren meistens an der Grenze, also in der Quarantäne, nicht im Land. Das heißt, wir hatten ganz wenig Menschen, bei uns hatte noch kein Mensch Corona. Das ist jetzt ganz neu für uns, dass wir hier anfangen. Das ist also wirklich erst seit diesem Monat, dass wir jetzt plötzlich Fälle haben. Momentan haben wir 1000 Fälle am Tag und wir sind natürlich, das ist was ganz, ganz Neues und die ganzen Modalitäten werden jetzt erst ausgearbeitet. Bleib am besten mit uns in Kontakt, sodass wir weiterhin miteinander sprechen können. Natürlich ist es wünschenswert, wenn du genesen bist und das anerkannt ist in Europa, dass das hier auch anerkannt wird. Aber wie gesagt, dauert noch. Okay. Jule hat eine Frage, welche Englischkenntnisse sind gefragt? Möchte sie wissen?
And that's something I'm going to ask both of the schools. Yule wants to know what level of English should they have when they come? And I'm just preambling it with a little bit of German, and then if I can get that question to you as well. Yule, das ist völlig in Ordnung, Winter. Es kommt einfach drauf an, in welchen Englischkurs du dann hier eingestuft wirst. Mit gutem Englisch kannst du direkt in den ganz normalen Englischunterricht gehen, wie eben jeder Neuseeländer auch. Und wenn dein Englisch nicht so gut ist, dann gibt's an jeder Schule ein sogenanntes ESOL Department, die dich da unterstützen. Can I get that question to you? What English level does somebody have to have when they come? Rachel, maybe if you start. Sure. So it really depends on the student's academic goal. Why are you coming to New Zealand? So, you know, if you're here for a long time and you're planning to graduate with a high school diploma from New Zealand, then of course a higher level of English would be, you know, preferable so that you can achieve those academic goals. But if you're just coming for one semester or 1 year experience, then that's less important in terms of being able to integrate at a higher level into the academic subjects. But what we find is that German students, as soon as they come, they're learning very, very quickly, especially when you're immersed in the home environment as well as the school environment. So you're having English 24/7 basically. And so the great foundation of your own education means that you're going to learn very quickly once you come to New Zealand. So there's no hard, fast rule for German students. It really depends, again, on academic intent, what you're trying to get from your experience in New Zealand. And we can do a pretest or an interview with you before you come to get a gauge on what we think is possible for you. But through orientation, we will retest you again and also put you into classes that suit you best, whether that's mainstream English or ESOL supported English to develop your language skills. Yeah. And to the ladies from the Evanside Girls High School. Well, Rachel summed that up perfectly, and it's exactly what we would do as well. So you know, I'm not going to add anything else. Thanks, fabulous. Rachel. Welcome. und einfach um noch mal ganz kurz ESOL zu erklären, das ist quasi Englisch für Nicht-Muttersprachler. Das bedeutet, ihr bekommt dort noch mal extra Unterricht in Grammatik, in der Aussprache. Ihr geht dann einfach nicht mit den anderen Neuseeländern in den Englischunterricht. Und oftmals ist es auch so, dass jemand vielleicht eingestuft wird, das erste Quartal in ESOL zu machen, und die können dann in den Mainstream-Englisch gehen. Also das ist ganz, ganz individuell, wird das festgestellt. Aber normalerweise, wenn du 2-3 Jahre Englisch in Deutschland hattest, wenn du auf einem einigermaßen guten Stand bist, solltest du da keine Probleme haben. Spreche uns aber einfach in der Beratung da auch nochmal ganz speziell drauf an, wenn du jetzt Englisch noch nicht so lange hattest. Wir können dir dann eine gute Einschätzung geben. Okay, noch eine Frage von Vivian. Vivian möchte wissen, ob man ein Gap Year auch nach der 10. Klasse machen kann. Vivian, wenn du während des Gap Years 18 wirst, dann ja, denn die Module, die dann eben nach der Schulzeit möglich sind, wie zum Beispiel das Praktikum, das Au-pair, der Freiwilligendienst oder vor allem auch Work and Travel, sitzt voraus, dass du eine sogenannte Arbeitsgenehmigung hast. Und die kannst du erst bekommen, wenn du 18 bist, dieses sogenannte Working Holiday Visum. Also wenn du 18 wirst, während du hier bist, bevor diese Module anfangen, dann ja. Wenn du aber, ansonsten bist du wirklich auf diese Schulzeit beschränkt. Aber es gibt an vielen Schulen die Möglichkeit, auch praktisch etwas zu machen, so dass du, wenn du dir den Fächerkatalog anguckst, gibt es ganz viele praktische Fächer, die du belegen kannst, die wirklich dich auch schon auf deine Berufswahl später vorbereitet und auf bestimmte Neigungen, dass du da bestimmten Neigungen folgen kannst. Schau einfach mal auf der Fächerwahl, die da ist. Also da ist wirklich ganz, ganz viel praktisch. Modedesign,
die ganzen Designprogramme, Computer, Digital, Technologie, Kindererziehung, also ganz, ganz viele Sachen, wo man, also schau einfach mal, das ist ganz, ganz unterschiedlich, das, was du dann eben auch in der Highschool schon belegen kannst, sodass du in diesem sogenannten Gap hier nicht nur deine akademischen Fächer nehmen musst, also wie Chemie, Physik und so weiter, sondern du kannst wirklich Englisch belegen, vielleicht Mathe, wenn du hinterher irgendwie weitermachst, aber wenn nicht, brauchst du nicht mal das zu belegen, du kannst dann auch die ganzen anderen Fächer belegen, die so ein bisschen mehr berufsvorbereitend sind. Okay, ich habe hier noch eine Frage, die ich gerne an Lisa weitergeben möchte von Marie. Lisa, Marie would like to know what kind of support she would get if she isn't quite happy in her home stay. So it's not a problem. We will support her with any issues that she has. Sometimes it's often just it could be a cultural thing or a language thing that's a problem. So we will meet with the student and talk to her about her problems, and then we will also talk to the homestay. And often it just fixes itself. It's always a bit scary when you're away from home and it's new things, and things feel a lot worse than they really are. So we're very mindful that, you know, we can fix most of the issues that homestays and students may have. And if a student isn't happy, can they change homestay? Yeah, to be honest, we will try to fix the problem first, mm-hmm. because as I say, often it's very small and it can be fixed. But definitely, if there's some kind of problem where really it's not suitable, then we will find her another homestay. Mm-hmm. Rachel, would you like to add to this? Yeah, that's the same process that we would go through, kind of understanding sort of the what's going on, and it could be just miscommunication, and usually that's what it comes down to, because, you know, coming into a new family is going to be really different from your own, so there's a degree of expectation of will it be the same as a home, and obviously when you're in a foreign country it's going to be different, so sometimes it's just those small nuances that are tricky, but where there's major, you know, personality clashes, or the ideal is not going to resolve itself, then of course then we're going to look to rehouse the student. And it's also a matter of us understanding a little bit more about the student, because we obviously know our homestay families really well. Many of them have been working with us for a long time. And so when a new student comes, we want to get to know that student better as well. And so through our interaction with our homestay manager, they'll understand about the student and what their desires and needs are, and then fit a family around them best. Das ist, also so wird das im Basisprogramm ablaufen, dass das den Schulen obliegt. Und wie gesagt, die haben also wirklich sehr warmherzige Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern. Im Select Plus Programm ist es so, dass wir die Gastfamilie mit der Schule zusammen aussuchen, dass wir auch die Gastfamilie kennen und dass wir dann einfach einen größeren Level an Unterstützung bieten können. Das heißt, also du musst das Ganze nicht alleine angehen und der Schule erklären. Wir sind quasi an deiner Seite und stellen sicher, dass da deine Interessen auch gewahrt werden. Also das ist so ein bisschen der Unterschied im Programm, wo du auch schauen musst, was traue ich mir schon selber zu, wo brauche ich ein bisschen Unterstützung, und das hat dann auch manchmal, das ist so ein bisschen ein Aufzählen, ne? Möchte ich in diese Gegend, da geht es im Select Plus Programm nicht, wie mir gefällt aber diese Schule besonders, wie traue ich mir selber zu, das schon hinzukriegen. Also das ist eigentlich so, wie du rangehst, aber wir beraten dich auch gerne und geben dir dann auch eine Empfehlung, was wir denken, was für dich dann am besten geeignet ist. Aber ne, oft ist das, sind das die Eltern und du, ihr könnt das dann auch miteinander gut besprechen und dich dann hinterher entscheiden, in welche Richtung du gehst, welches Programm du wählst. I think yeah. We just want students to be happy. Yeah, yeah, genau, yeah. Yeah, with them being in New Zealand for such a short period of time, often we want to make it the best experience possible. So we'll do everything we can to support their home life. Yep. I was just saying warm-hearted is the important word here, and we know that at our schools there is this warm-hearted kind of way of handling a difficult situation. Yeah. Ja, zwei Fragen habe ich jetzt noch aktuell.
Zunächst einmal von Anke, wie viele Fächer kann man dazu wählen, beziehungsweise welche muss man belegen? Okay, insgesamt in der sogenannten Senior Level, also Klasse, Jahrgangsstufe 11, 12 und 13, wählt man 6 Fächer. Das ist also quasi, was wir nicht vorschreiben, aber was wir wirklich sagen, was du wählen solltest, ist Englisch und Mathe, egal ob du quasi das Jahr aussetzt und hinterher wieder in deiner alten Klasse einsteigst oder ob du das Jahr quasi wiederholen wirst. Also das heißt, du kommst hierher im 10. Jahrgangsstufe und wenn du zurückgehst, machst du dann die 10. Jahrgangsstufe noch einmal. Egal wie das ist, es kommt halt wirklich drauf an, welche anderen Fächer du dazu belegen möchtest. Also wir empfehlen wirklich Mathe, Englisch und wenn du das ein Auszeitjahr dir nimmst, dann hast du die Möglichkeit, aus dieser großen Fächerauswahl zu wählen. Da kommt es natürlich drauf an, wie die sich miteinander kombinieren lassen. Das ist ganz wichtig. Und weil das muss ja in einen vernünftigen Stundenplan sich einreihen lassen können. Und wenn du aber wieder andocken möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du halt auch schaust, was brauchst du, was benötigst du, um hinterher wieder weiterzumachen. Im Select Plus Programm senden wir dir im Vorfeld die Lehrpläne zu der Schule, sodass du auch tatsächlich schauen kannst, wo kannst du was auch quasi abdecken, was du zu Hause verpasst unter Umständen. Also das heißt, wenn man nicht wiederholt sozusagen und ein Jahr weggeben möchte, dann sollte man tatsächlich mehr dieser Fächer belegen, die man auch in der Heimatschule hat und bei denen man wieder andocken muss. Aber wenn du aussetzt oder nur kürzer kommst, dann hast du viel mehr Wahlmöglichkeiten. Und beide Schulen, wenn du dir das anschaust, du kannst es auf den Webseiten sehen. Eva kann dir das also auch sagen, wo du das findest. Wenn du bei der Auckland Grammar School oder bei der Avonside Girls High School schauen möchtest, was für Fächer sie haben, dann hast du eine große Auswahl. That was just a question about subject choices, and I'm saying it's a wide subject choice, and it really depends what they are trying to achieve. Do they want to have academic outcomes, or are they here to experience? And other than math and English, we kind of then suggest which way to go. But at the end, it needs to be fitted into a reasonable it has to be fitted into a timetable that works. Okay, last question. Die letzte Frage kommt von Johanna. Muss ich bestimmte Fächer wählen, damit mein Schuljahr in Deutschland anerkannt wird? Das kommt darauf an. Es kommt auf deine Schule drauf an. Das heißt, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das heißt, also ich würde dich gerne verweisen, dass du das im Vorfeld sofort mit deiner Schule besprichst. Manchmal ist es so, dass man eine zweite Fremdsprache, dass man die belegen muss, wenn man die hinterher abwählen möchte, weil es eine Vorgabe gibt, dass um die abzuwählen, man eine bestimmte Anzahl gelernten Jahren nachweist. Und das ist ganz unterschiedlich. Generell Fremdsprachen raten wir ab, dass du das belegst, weil das einfach von der Grammatik, die man dann über Englisch quasi verstehen muss, schwierig wird. Oder die Aussprache auch manchmal einfach, also Spanisch mit einem englischen Akzent ist nicht so super, dass man da also davon absieht, wenn man es nicht belegen muss. Von daher sprech mit deiner Schule, was du belegen musst, damit das anerkannt wird und dann gerne auch mit uns dahingehend, was wir empfehlen für deine besondere Situation. Ja? Ja, das war's. Aktuell keine weiteren Fragen mehr reingekommen. Okay, so the questions have finished and maybe we're going to say goodbye to everybody. Wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich für eure Teilnahme. Meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr Interesse habt an der Auckland Grammar School oder an der Avonside Girls High School, dann wisst ihr jetzt, wer mit wem ihr das zu tun haben werdet, wenn ihr kommt. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Bye. Auf Wiedersehen.